Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und wir sind immer noch weiter auf der Suche nach Wilbert in Seeheim. Und ja, hatten jetzt letzte Folge den kleinen Abstreifer zu Dal Valstag. Ja, passiert. Ist nicht schlimm. Wir haben viel mitgenommen. Viel Geld. Alles. Bienenstock. Sehr gut. Ist hier auf dem Ding Platz? Das sieht so auffällig aus. Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Na, du kleiner Fratz. Radenturm der Steilkappe. Die Dinger sind super, ne? Ich möchte nirgendwo hin. Ich wollte einfach nur mit ihm reden. Vielleicht hatte der irgendwas. Guck mal, hier ist dann nämlich schon wieder fröhlich und glücklich und alles. So, scheinbare aber. Ich frage mich gerade, wer fliegt denn so ins Nirgendwo hier? Ist ja wie wenn ich in das alte Tschetschenenland fliegen würde. So, jetzt muss ich hier irgendwie runter. Das muss ich doch wohl irgendwie hinbekommen. Wo ist ja irgendwie möglich sein? Hier wird alles, stirbt alles ab langsam. Hier ist nur Stein und jetzt verändert sich auch noch die Farbe. Es regnet auch noch, um Gottes Willen. Voll das crazy feeling und jetzt ist sie da so laut. Alter, da innen sehe ich schon das Schiff. Und hier ist nichts, vermute ich mal, ne? Einfach nur Wasser. So. Mal gucken, was mich da hinten erwartet. Bei Seeheim. Alter, solche Berge, ne? Und was haben wir denn hier? Meteoriteneinschlag? Hm. Und schon ist wieder alles gut, ne? Es ist unfassbar. Eine Drachenblüte. So, da. Ne, da hinten ist doch keiner. Ich hatte gerade kurz das Gefühl. Ein Wolf. Oh Gott. Dürften wir hinkriegen. Auch mit zwei Wölfen dürfte ich zurechtkommen. Jo. Dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Eine Eispranke. Cool. Ich guck mal hier auf der anderen Seite auch noch, ob hier eine ist vielleicht. Auf dem Schiff? Ich könnte ja mal bei dem Schiff gucken, was da ist. Das ist ja natürlich auch nicht unauffällig. Könnt ihr erstmal langsam entdecken. Das ist das Galeonenwrack. Aha. Okay. Das ist natürlich auch interessant. So. Na. Aua. Hier ist gerade wieder Musik gemischt, das ist schlecht. Oh, ein Verlorener. Jo. Alles klar.
Gut, dann eben nicht. Dann müssen wir es anders machen. Ah, es ist ein starkes Glätte diesmal. Was haben wir hier? Eisenerz. Na. Alter. Ein Schlag, ich bin tot, ja. Alter, was ist denn mit den Dingern los heute? Ich dachte, die wären sonst. Die sind doch sonst Noobs. Die können doch sonst nix. Was sind die denn auf einmal so stark? Warum? Ich check's grad nicht. Ich check's halt wirklich gerade nicht. So. Dürfen wir schaffen diesmal, aber hä? Trotzdem ist das so stark. Ich würde gerne natürlich regenerieren. Da brauche ich einen Trank. Oder ich probiere es mal vielleicht mit der normalen Regeneration. Voltat war das, ne? Naja. Auf 31, Alter, was ist das für ein Leben? Alter, der ist so stark. Was ist das denn mit dem? Alter, nein, lohnt sich gar nicht. Muss fast immer außer Reichweite von diesem Bogenschützen sein. Der ist das große Problem. Oh. Oh. Also sind ziemlich stark alle. Aber pullen kann ich gerade, das geht. Alter, alte Gothic-Strategie oder was? Oh, fuck. Ich habe nicht viel. Komm, ey. Vor allem, der trifft mich halt auf die Entfernung so perfekt, ne? Ach komm, fick dich doch einfach mal. Ja. Lohnt nicht, lohnt nicht. Mit den Bögen auf dieser offenen Fläche? Keine Chance. Er alleine, okay.
Aber da hinten. Eieieiei. Ein Stahlgroßschwert nochmal, ein zweites, ich trage zu viel. Nein, Alter. Ich lasse das normale fallen und diese Handschuhe hier und die beiden Dinger. Dürfte ich erstmal wieder ein bisschen Puffer haben. Käse zum Heilen. Okay. Und weiter geht's. Schwert nehme ich wieder in die Hand. Man weiß ja nie. Also. Rhetorik, indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nicht besser. Teilt das Geld doch einfach auf und legt die und fertig. Legt die Waffe weg oder ich muss euch dazu zwingen. Spart euch den Atem. Ich werde euch nicht aufhalten, aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Wollt euren eigenen Bruder töten? Nur wegen eines verdammten Erbes? Nein. Rhetorik. Ihr wollt euren. Ihr steht unter Drogensieler und ihr macht da verdammt großen Fehler. Ach. Also, ihr wollt ja euren Bruder töten, nur wegen eines verdammten Erbes? Legt die Waffe weg, oder ich muss euch dazu zwingen. Nein, jetzt muss ich diese Drogenschwester töten. Es tut mir fast schon leid um sie. Schaut euch die drogenverseuchten Augen an. Ah, und dann vor den Augen des Bruders. Glimmer staubt dabei natürlich. Stimmt es denn wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt?
Und nun? Leerbruch, Elementarismus, Einhandkampf, Zweihandkampf, Fernkampf, Zweihand. Kann ich ihn beklauen? Nichts, nichts, nichts. Ich will gucken, was du in deinen Taschen hast. Okay, ich kann ihn nicht beklauen, während er um seine Schwester trauert. Sehr merkwürdig. So. Sind das Menschen? Ah. Okay. So, Lehrlingsbuch bis 25 erhöht. Entropie. Ja, den Rest muss ich erstmal quasi. Muss ich quasi erstmal zurückstecken, bis ich ihn später nutzen kann. Oh, eine Eispranke. Knusper, knusper. Ja gut. Da ist jetzt nicht so das Problem. Da ist auch so ein dicker. Auch nicht das Problem. Was haben wir hier? Eine Muschel. Oh. Dinge, die passieren, ne? Aua. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Strand zu viele Eispranken sind. Das ist schlimm. Oh. Naja, aber ein Troll. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn signifikant mehr Schaden mache gerade mit dem neuen Buch. Naja, irgendwie habe ich sich aber trotzdem nicht wehren können. Das ist natürlich gut für mich gewesen. Oh. Was bist du denn? Wieso bist du hier? Okay. Na. Okay. Bin ein bisschen verwirrt. Warum sich hier direkt die Vagabunden und dann, hä, auch noch. Oh, okay. Das mit dem Vagabundenlager ist dann. Hat sich die erste Frage geklärt? Wenn hier natürlich ein ganzes Lager ist. Naja, groß ist es aber nicht. Es ist eher so ein Außenposten einfach nur. Als ein Lager. Naja, okay. Will ich nicht wissen, wie die organisiert sind, wenn das deren Lager ist. Muschelfleisch. Na.
Ab geht's zurück nach Ark gleich. Und ich glaube, ich installiere auch gleich mal noch die Mod nach 625. Das ist auch wieder so ein rundes Ding. Da. Na. Willst du mich veräppeln? So, muss ich wieder was essen. Rote Apfel, Rindsfleisch, Muschelfleisch, Kartoffelkohlsuppen. Regenerieren das ja auch in relativ guter Geschwindigkeit. So. Folge ist eigentlich auch schon so gut wie zu Ende. Ich will jetzt noch in die Nähe wieder von Ark kommen. Hä? Ekelhaft. Auf so einem Hof. Ah. Irgendwie ist hier keine Ortsmarkierung, habe ich das Gefühl. Ach so, ich war hier schon mal. Ach, der ist da. Ah, okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.